Schneesturm Daisy im Anflug auf Mittelhessen. Wetterdienste prophezeien ein winterlich turbulentes Wochenende. Wir wollten wissen, ob man von dem bevorstehenden Schneesturm gehört hat. Habe schon seit Tagen gehört. Im Moment noch nicht, ne? Ich habe heute kein Radio gehört. Ich habe es im Radio so am Rande gehört, ja. Ja, ich habe das in den örtlichen Medien bzw. im Fernsehen und in der Zeitung verfolgen können. Ja, selbstverständlich. Deshalb war ich auch noch schnell einkaufen. Ja, was man so in Nachrichten hört halt. Wie hat man sich darauf vorbereitet? Nicht sonderlich. Also zur Not kann man morgen einfach mal zu Hause bleiben. Zumindest mal Schneeschaufel rausgestellt. Wir haben ein bisschen Salz gekauft, wir hatten eh nichts mehr. Aber ich finde, es wird von der Presse ziemlich hochgebauscht. In der Wohnung ist es warm. Und wer nicht Auto fahren muss, sollte es sein lassen. Ja, jetzt nicht direkt. Ich habe jetzt nicht überlegt, mein Auto abzudecken oder sonst irgendwas, weil ich keine Garage habe, aber... Ja, also Vorräte soweit gut versorgt. Und was denkt man, was passieren wird? Ich habe irgendwie ein Mädchen gehört, also angeblich bis zu 20 cm Schnee könnte fallen. Und ja, einfach auf mich zukommen lassen. Eigentlich lassen wir uns überraschen, ich meine, mehr sonst passiert nicht. Mehrere Zentimeter Schnee wohl. Wenn 50% von dem kommen, was sie gesagt haben, naja, dann reicht's schon.